Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Das ist die letzte Folge, die ich übersynchronisieren muss. Danach bin ich wieder fertig. Die Wellen sind ruhig und... Ich hoffe, Ihnen gefällt mein neues Büro, Miss Fry. Wie Sie sehen, haben meine Informanten einige vielversprechende Spuren gefunden. Hinweise auf Spionageaktivitäten sind am Feldspital, den St. Catherine's Docks und am Tower of London aufgetaucht. Ich muss Sie ja nicht erinnern, wie wichtig es ist, dass wir diese Eindringlinge aufhalten. Was? Wir haben noch nicht mal eine Zwischensequenz bekommen. Okay. Wenn du meinst, Churchill, dass du noch nicht mal eine Zwischensequenz brauchst, dann machen wir zuerst den Zeppelin-Überfall. Hallo, hallo, do you read me? Do you read me? Wieso hat er gesagt, do you read me? Hallo, hallo, do you read me? Das habe ich jetzt zwar nicht so ganz verstanden, aber wer weiß, wie es auch ausgelegt wird. Wo ist das denn? Hm? Nicht über uns? Es kann unter uns sein. Runter mit uns. Müssen die Flugabwehrkanone erreichen. Gut, gut. Machen wir mal. Komm. Wenn nötig, dann schwimmst du halt den ganzen Weg dahin. So. Ey! Unfair. Das ist unfair, wenn ihr mich schon abschießt und ich mich noch nicht wehren kann. Das ist nicht gentleman-like. Jetzt aber. Komm, ich muss dich auch irgendwie treffen. Treffer! Ach. Hey! Nein! Böse! Lass mich erstmal den einen und danach dich nehmen, ja? Du... Aua, es muss das saumäßig. Egal. So, komm. Lass die Flugabwehr ihren Dienst tun. Nein. Und Feuer! Treffer. Versenkt. Treffer. War es das? Ja. Wir haben ein winziges Loyalitätslevel erreicht zum gewissen Herr Churchill und versuchen jetzt mal das Spionenversteck. Wie hieß das Ding? Das Comstock House? Komm rüber mit dir. Achso, ja, genau. Ich muss hier kurz stoppen. Und wieder weitermachen, weil ich an die Tür musste. Und deshalb gab es da dieses kurze, komische, was auch immer. Vielleicht werde ich da auch einen sanften Übergang einbauen. Ach, wer weiß. Naja. Komm.
war knapp. Oh. Suchst du nach Ärger? Ich oh. Wir sind ja schon ein paar Leute unterwegs. Da kann ich nicht so einfach die Informationen stehlen. Aber ich habe ja genügend Wurfmesser dabei, ne? Wurfmesser sind mein bester Freund. Denn... Wurfmesser... Zack. Der Typ ist unter mir. Ich kann ihn von hier aus nicht angreifen. Das ist scheiße. Es wäre so geil, wenn man so unter den Vordach herkommen. Genau, so einen und dann mit so richtig geilen Attentatsbewegungen. Das wäre cool. Gucken, ob das irgendwas hilft. Ne? Ja. Mir ist schon aufgefallen, als ich öfters mal so Texturflimmern hatte. Ich weiß nicht, woher das kommt. Sie ist ein Eindringling! Ja, und du bist tot. Stone Cold Dead. Stone Cold Dead, genauso. Hier treibt sich ein Weib rum. Ein Weib, Hilfe, ein Weib. Na, da ist noch jemand. Da haben wir eine Flak. Wieso brauchen die Spione eine Flak? Ah ja, um die Abfangjäger zu zerstören, natürlich. Wäre auch doof, wenn sie das nicht machen würden. Ich dachte schon so, hä? Eigentlich brauchen wir noch eine Flak, nur um die gegnerischen Flugzeuge abzuschießen, aber es gibt ja auch heimische Flugzeuge hier. Hey! Lass mich doch einfach durch mit meiner wertvollen Fracht. Sieht auch schon ganz schön, also die Konstruktion mit diesen Speichenrädern sieht ganz schön filigran aus. Muss man ja sagen. So, das erste Ding ist weg. Was ich natürlich wahrscheinlich, glaube ich, nicht beachtet habe, ist, dass die anderen Leute dadurch aufmerksam geworden sind. In der Umgebung. Ja, zack. Nicht mehr komplett gesehen. Keine Chance. Aua. Das sind leicht viele. Aber nur meine Kombo weg. Ah, das sah ganz cool aus. Je höher die Combo wächst, desto mehr Schaden bekomme ich. Oh. Kack. Na? 9er Combo. 13er Combo. Komm, meine 20er Combo bekomme ich auch noch. Oh, wie cool. Das war das Hinrichten. Naja, ich wollte eigentlich noch die Sachen zerstören, aber da ich jetzt das Ganze geplündert habe und ihn jetzt auch plünder, wird dieses Ding sofort abgebrochen. Zack, fertig. Du bist eine tote Frau. Nein, genau, ich bin jetzt gleich aus dem Gebiet rausgelaufen, deswegen ich das Ding angezündet habe. Genau, und da irgendwie weggelaufen bin oder so.
damit ich automatisch aus dem Gebiet entkomme und konnte das nicht mit 100%iger Synchronisation abschließen. Was sehr schade gewesen ist. Genau, hier bin ich rausgefallen und keine 100%ige Synchronisation. Geht gar nicht. Naja. Juno, was hast du uns zu sagen? Früher konnte ich euren Anblick nicht ertragen. Vielleicht auf dieselbe Art, wie ihr euch vor einer Spinne fürchtet. Sie hat uns gefürchtet? Der Mensch wurde von uns geschaffen, die vor euch kamen, den Isu. Wir schufen euch nach unserem Vorbild. Doch unsere größten Gaben enthielten wir euch vor. Ihr wurdet für harte Arbeit geschaffen und, falls nötig, den Krieg. Wir erbauten Observatorien, um euch zu überwachen, um euch zu kontrollieren. Wir schenkten euch Belastbarkeit, aber straften euch mit Ambition. Und so erhobt ihr euch gegen uns. Ich fürchte, wir sind für den Zustand eurer Spezies verantwortlich. Ist es denn ein Wunder, dass sich so viele der Simulationen um Gewalt drehen? Okay. Wir wurden also geschaffen, also Kreationismus. Nur nicht mit Gott, sondern mit Juno. Jetzt kann ich nochmal ein Zeppelin-Einkommen machen. Nee, das will ich nicht. Aber ich mach noch einmal dieses. Ne? Ja, komm, machen wir das Spionenversteck noch einmal. Zack. Ist ja nicht weit. Wir müssen ja nicht viel machen. Hoffe ich zumindest. Einfach Hendrix umbringen. Da ist noch eine Kiste. Der Anführer der Rooks ist im Gebiet. Der Anführer der Rooks. Ah ja, es ist ja der Anführer, aber es ist. Nein, es ist die Anführerin, aber. Wir waren ja noch nicht bei gendergerechter Sprache zu der Zeit, glaube ich. So. Hallo? Hallo? Ich würde gerne mit dir interagieren. Wieso kann ich das nicht? Ich bin doch anonym. Aber ich glaube, ich muss noch den einen da umbringen. Nicht den, sondern ne? Den hier. Genau. Das war, glaube ich, der kleine Bug. So minimale klein. Aber wer weiß, was das schon ist. So, spielen. Miss Fry, ich glaube, ich verstehe dieses Spionagegeschäft langsam. Das Folgende könnte von besonderem Interesse sein. Einer der Spione, die derzeit im Tower einsitzen, hat einige abstruse Behauptungen geäußert. Zum Beispiel zu einer Bruderschaft der Assassinen. Vielleicht wollen sie ihn zum Schweigen bringen, bevor er ihnen oder ihren Gefährten Ungemach bereitet. Sehen Sie das als kleines Geschenk. Würde ich machen. Wäre, glaube ich, ganz gut, wenn ich das machen würde. Hätte ich was von. So. Ab ins Gefängnis. Ab hoch mit dir. Ja. Spion von einer Wache töten lassen. Das, glaube ich, kriege ich nicht hin. Ja, ich habe es nicht hinbekommen. Das weiß ich doch. Hm.
Haben wir hier ein offenes... Ja, wir haben hier ein offenes Fenster. Wie schön. Aber die sollte doch den Spion ermorden. Wieso haben die das jetzt andersrum gemacht? Aber unter uns, was viel wichtiger ist, ist eine goldene Kiste. Und als erstes muss immer die goldene Kiste geborgen werden. Denn wer weiß, was in der goldenen Kiste drin ist. Da kommen wir nun nicht rein. Wir müssen auf die Seite da. Ach doch, wir wären durchgekommen. Wir wären durchgekommen, ich hab's nur nicht gesehen. Ich bin wirklich idiotisch. Ja? Also ich fand das in Unity cool mit diesen Schlösserknacken. Das Problem war ja nur, dass es in den auf der Konsolenvariante immer in 30 FPS dargestellt wurde. Und da war das mit diese Schlösserknacken nicht so wirklich das Wahre. Es war schwierig, da anständig Schlösser zu knacken. Aber naja, Unity hat generell ein paar Sachen falsch gemacht. Und auch ein paar Sachen richtig, mal gucken. So. Spioni, wo bist du? Ups, Entschuldigung. Aber Spioni. Da bist du. Komm, ich töte dich einfach selber. Ah, daneben. Hey. Du läufst geradewegs auf mich zu. Das ist doch sehr angenehm. Dankeschön. Ist mir eine Menge Arbeit abgenommen. Wer zum Teufel ist das? Macht die denn hier? Und typische Assassin's Creed-Manier: Wenn man mal verfolgt wird und nicht mehr verfolgt werden möchte, läuft man ins Wasser, denn Wachen kommen nicht aus zum Wasser oder aus ins Wasser, im Wasser hinterher. Juno, was hast du uns jetzt zu sagen? Als unsere Völker kämpften, erkannten wir den bevorstehenden Untergang. Ein koronaler Massenauswurf unserer wütenden Sonne. Die klügsten Köpfe unserer Zeit versammelten sich, um die Katastrophe abzuwenden. Unter ihnen die unverblümte Minerva, der stolze Jupiter, der geliebte Aida. Wir schlossen uns viele Jahre im großen Tempel ein und versuchten, eine Lösung zu finden. Die anderen dachten nur an eine körperliche Rettung. Doch ich glaubte, dass wir uns nur durch eine Transformation würden retten können. Okay. Inspiriert durch die Forschung des großen Wissenschaftlers Konsus, versuchte ich, Aidas Geist in einen stärkeren, künstlichen Körper zu versetzen. Ich versagte. Und mein Geliebter starb in meinen Armen. Die anderen erstießen mich. Konsus war doch der, der den... der seinen Geist in einen goldenen Körper versetzt hat. Oder? War der das? Ich meine, das wäre der mit dem Öl gewesen. Kann gut sein. Naja, ich würde sagen, jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut rein.